Hey Leute, wusstest du schon, dass du die Sprinti-App auch als Navi verwenden kannst? Ich mache das zum Beispiel, wenn ich von Wunstorf nach Neustadt fahre, um meine beste Freundin zu besuchen. Bei der Buchungsanfrage bezieht die App nämlich alle Bus- und Bahnangebote mit ein. Nicht nur vom Östra Sprinti. Wenn du wie ich in mehreren Kommunen fahren möchtest, dann kannst du das auch exakt so in der Sprinti-App eingeben. Dir wird dann die beste Option für die gesamte Strecke vorgeschlagen. Entweder nur mit dem Sprinti oder mit dem Bus und der Bahn. Also, bastel dir nicht deine eigene Verbindung, sondern lass diese Arbeit von der Sprinti-App erledigen.